Nom, 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 nom. So, weiter. Es wird schönes Wetter. Oh nee, was haben wir hier noch verhindert? Nee, hier eine Show. Okay. Oh, nach 2 Tagen, dann habe ich Geburtstag. Yeah. Es schenkt mir niemand was. Spikey. Spikey. Da drüben bist du. Ja, du bist ein Feiner. Ich hab dich so ein. Ey. Ich wollte gerade streicheln. Da bist du. Alles meins. Oh, ich habe schon 370 Geld. Yeah. Ich mach die mal gleich hier mit nass. Ja, wir machen mal alles in die gleiche Richtung hier. Puh, ich gleich voll eingeschränkt. Restaurant waren wir ja noch nicht. Ja. Yeah. Das sind Obst und Gemüsesorten, die wir jetzt haben. Müssen im Frühling gepflanzt werden. Das weiß ich. Auch das hatten wir schon mal mit dem Treibhausmännchen. Komm, in jedem Schützen sind 9 Saaten. Komm. Ja. Alter, das sind ja Wucherpreise, Freundchen. Ja, danke. Na? Gut. Immer her damit. Ach, ich... Warte mal. Das hier eigentlich hier vorne. Dort ist der Packtisch. Wenn mal etwas eingeschlagen werden soll, leg es dorthin. Oh, ich kann Geschenke machen. Ach, nicht doch der Rucksack. Nein. Was? Bist du sicher? Ja, bin ich. In dieser Tonne kann eine Menge Zeug transportiert werden. Er kostet. Warum ist immer alles so teuer? Schweinebatte! Zucker! Dann geh doch zu Netto!
Naja, wenigstens liefert er mir alles frei Haus. Die Dame hatten wir noch gar nicht. Was zur Hölle? Gibt's hier keine Cutscene? Hallo? Oh Gott, wie machen wir deine Synchronstimme? Was ist das? Na, ich mach dich mal mit nochmal. Was darf es denn sein? Zum Mitnehmen gibt es bei uns nichts. Oh, ich nehme das teure Wasser. Okay, komm sofort. So, bitteschön. Hey, was glaubst du, tust du da? Bleib einfach am Tisch. Aber ich wollte da mit der Dings reden. Wo ist er denn? Ach, da oben ist er. Hihi. Hallihallöchen, ja. Ah! Oh, hallo. Was bringt dich ins Dorf? Herzlich willkommen in unserem Gasthof. Ja. Was, wenn du dich mal vorstellst mit einem Namen? Ich probier doch mal Namen wissen. Was? Hat jetzt gerade die Katze gequatscht oder ich oder? Hä? Och Menno, immer noch kein Sack hier. Ich will doch nur mal eine Angel haben. Da gibt's hier keine Angel. Ich will Fische fangen. Saubande. Bei euch kann ich doch nur wieder normal kaufen, oder? Da ich mir leider auch nochmal eure Stimmen antun muss, vertage ich das erstmal für heute. Denn wir versuchen erstmal ein bisschen Geld zu verdienen. Warte mal, wann das Fest? Achso, das erste war glaube ich am 8., ne? Ja. Ach, ich Idiot. Ich hätte mir ja mal Geld aufheben können für eine Bürste. Was haben wir hier? Hallo? Nein. Cirillo. Rüben und Gurken. Nom 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 nom. Gurken. Nee, das sind die Rüben. Und die Gurken, auch wenn sie für mich aussehen wie Grasart, aber naja. Keiner da zum Reden. Das ist voll fies mit euch. Ja. Immer noch unten. Weg damit. Ich brauche keine Steine. Hey, das ist ja voll anstrengend.
Ja, Silber. Ja, doch. Hier wird nur Silber mitgenommen, Freundchen. Da Gold. Nur. Nein. Ja. Stockwerksanzeige wäre eigentlich mal nicht schlecht. Naja. Weg mit dem Gold. So, da fällt mir eigentlich ein mit den Werkzeugen. Die Wichtel kann ich ja auch noch ver. Was ich kann. Alter, ich kann euch auch noch. Ach du Scheiße, Alter, wie kann ich euch nochmal anstellen? Alle, hoppsala. Hep, wieder raus. Was für ein Riesensatz. Hier, komm, weg damit. Weg! Es wäre natürlich schön, wenn die ganzen Charaktere noch mehr Dialoge hätten. Ist halt nun mal leider kein Stardew Valley von heute, ne? Warte mal, wie viel habe ich jetzt an Knete? Money, 90. Ja, toll. Steine. So. Zweiter Flug. Ja. Na toll, jetzt fahre ich hier schon wieder um, oder was? Yeah, Silber. Umgedrehte Arschbombe! Niemand hat mich lieb. Niemand ist hier. Oh, Blümchen! Keiner da? Ist hier vielleicht jemand? Ach, hier bin ich wieder vorne, People.
Was haben wir hier? Hinweise für das Fest der Frühlingsgöttin. Wann? Frühling dem 8. ab 10 Uhr. Wo? Auf dem Rosenplatz. Der Frühling ist da. Der Bürgermeister. Davor hätte ich ja mit der Stimme reden müssen. Aber ich wusste leider nicht, dass es vom Bürgermeister ist. Willkommen, lass dir ruhig Zeit. Ich glaube, dir gebe ich noch eine andere Stimme. Sag mal, du bist doch der von der Nobody Farm, oder? Könntest du für einen Moment herkommen? Das Mädchen ist meine Tochter Anne. Was hältst du von ihr? Sie ist süß. Oh ja, das ist richtig. Wie du siehst, ist sie für ihr Alter ein kleiner Wildfang. Hehehe, wenn du weißt, was ich meine. Ihre Mutter war damals war etwas ruhiger. Aber ich bin froh, dass du gesagt hast, was du gesagt hast. Wovon spricht ihr? Wovon sprichst du? Es ist so persönlich. Oh, Papa! Hallo, ich bin Anne. Nett, dich kennenzulernen. Es ist einfach zu schwierig, Frauenstimmen zu machen. Lass dir ruhig sein. Ja, hier, komm, kriegst ein Blümchen. Obwohl, Silber, hier kriegst ein Blümchen. Lass dir ruhig Zeit. Ey, ich geb dir gerade eine Blume, du Pissnecke. Aber geht das nicht, weil ich dir schon mal was gegeben hatte? Mäuschen! Mäuschen! Was ist das da für Bänder? Dein fucking Ernst? Anstatt durch die Tür zu gehen, schmeißt du... Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich gehe nach Hause pennen. Die haben mich alle nie lieb. Ich will schon meinen Opa schon. Wo ist Opa eigentlich? Der einen Grabstein hat? Ja, wo ist er hin? Zack! Wo bist du? Put. Der kann eigentlich hier schon abgehauen sein. Karen? Okay, Karen treibt sich hier abends rum. Oh, ich habe leider kein Geschenk für dich, Fräulein. Oh, wie viel Geld habe ich eigentlich? Vorher hatte ich ja 90. 350, ich bin reich. Ich kann mir schon, naja, so fast ein Fünftel Huhn kaufen. Ich möchte Hühner. Wie sieht das eigentlich mit dem Werkzeug nochmal bestellt aus? Hier. Oh ja, ich könnte auch werten. Die Gießkanne. Oh, die Sichel natürlich noch nicht. Noch nicht benutzt. Bip. Es daneben. Hätte ich nämlich voll zugetraut. Ja, ihr steppt voll der Bär.
Ach hier, komm. Ich habe ja am nächsten Tag noch ein bisschen Holz. Holz. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder mit dem nächsten Tag rum.